Marvin hat mal wieder ein Experiment gewagt. Er hat sich einen gefälschten Impfpass besorgt und wollte wissen, ob man damit in ein Restaurant reinkommt. Ob Marvin mit seinem YouTube-Video allerdings selbst schon eine Straftat begangen hat, das gucken wir uns hier mal genauer an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke, und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Marvin kennt ihr, der hat sich mal einen falschen Doktortitel besorgt, hatte danach sogar noch ein bisschen Stress mit der Staatsanwaltschaft am Hals und hat dann Hydro-Hype entwickelt und einige Influencer ordentlich veräppelt. Jetzt wollte er wissen, wie leicht kommt man an einen gefälschten Impfpass, und das ist sicherlich das begehrteste Dokument der letzten Wochen, der mit einem Impfpass, wisst ihr auch, kommt ihr in Restaurants rein, in die Innenräume, ohne getestet zu sein. Und deswegen könnte der ein oder andere damit liebäugeln, sich im Dark Web so einen Impfpass zu besorgen. Wir gucken mal, wo Marvin sich den hergeholt hat und wie er dann mit diesem Impfpass umgegangen ist. Legen wir einfach an dieser Stelle mal los und gucken ins Video rein. Einige Gruppen, die heißen Impfpass, Impfausweis kaufen 24, Covid-19 Impfpass, Impfpass, Impfausweis Deutschlands, Impfpass kaufen, Impfpässe, Rezepte, Krankmeldungen. Man kann wirklich jeden Scheiß bei Telegram kaufen. Er checkt die Telegram-Gruppen, sagt, jeden Scheiß kann man da kaufen. Und da ist die Frage, was ist mit denjenigen, die diese Impfpässe anbieten? Habe ich mir auch rausgesucht. Die haben die ja in der Regel selbst gefälscht. Und das ist klar, das dürfte eine Urkundenfälschung sein. Ja, das ist einerseits die Urkundenfälschung, wenn die das selbst gefälscht haben. Und seit dem 1. Juni 2021 ganz neu haben wir auch noch den Paragraphen 75a Infektionsschutzgesetz. Da geht es darum, Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich die Durchführung einer Schutzimpfung oder Durchführung oder Überwachung einer dort genannten Testung zur Täuschung im Rechtsverkehr nicht richtig bescheinigt. Ja, beziehungsweise wer wissentlich bezeichnete nicht richtige Dokumentation oder Bescheinigung zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht. Also erstmal gebraucht hat es ja noch keiner. Wir haben nur den Absatz 1. Da haben die Jungs offenbar was gefälscht im Dark Web, beziehungsweise bei Telegram, die das anbieten, und haben damit erstmal glasklar eine Straftat begangen. Also das ist eindeutig, dass diese Sachen dann da realisiert worden sind. Dann gucken wir mal weiter, was er dann noch macht. Aufgefallen ist, dass die klassischen Bezahlmethoden wie PayPal, Kreditkarte, Klarna, die gibt es dann natürlich nicht. Bei Halunken muss auch mit Halunken-Möglichkeit bezahlt werden. Welche zum Beispiel? Naja, die wollten PaySafeCard, Amazon-Gutschein und Bitcoin. Hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass sie McDonalds-Gutscheine annehmen. Ja, McDonalds-Gutschein, auch gut. Also klar kann man diese offiziellen Zahlmethoden zurückverfolgen, und logisch, dass die eben dann eher eine Bitcoin-Bezahlung wollen. Das gibt es eigentlich schon lange so. Was weiß ich, wer gehackte Sky-Accounts im Dark Web anbietet, will auch nicht mit PayPal bezahlt werden. Also dass da anonyme Bezahlmethoden geben soll, ist natürlich auch klar. Hier das andere, was interessant ist, da macht sich Marvin selbst schon rechtliche Gedanken darüber, was ist eigentlich, wenn er den Impfpass dann mal bekommen wird und damit dann loszieht. So ein Spacko mit so einem gefälschten Impfausweis. Ich renne irgendwo lang, stecke mich irgendwo an und bekomme es nicht mal mehr mit, weil ich mich nicht mehr testen lassen muss, weil ich ja diesen gefälschten Impfausweis habe. Dann gehe ich ins Restaurant, setze mich neben Oma Hilde, die ihren Erdbeerkuchen essen möchte. Die ist negativ getestet, zwar noch nicht geimpft, aber mit negativen Tests sitzt sie da. Und ich huste auf ihren Erdbeerkuchen rauf und dann wird sie wegen mir krank. Ja, das ist natürlich die Frage, was Marvin hier anspricht, ob das eine gefährliche Körperverletzung möglicherweise ist, wenn er sich wissentlich, dass er nicht geimpft ist, in ein Restaurant begibt. Das ist 223, 224 Strafgesetzbuch, da ist die Körperverletzung und die gefährliche Körperverletzung geregelt. Da steht drin, ihr müsst sozusagen, bei der Körperverletzung geht es darum, ihr müsst andere Leute in der Gesundheit schädigen. Und gefährlich, vor allen Dingen, wenn ihr es dann unter anderem mit einem gesundheitsschädigenden Stoff macht oder eine lebensgefährliche Behandlung vorliegt. Also erstens, Coronavirus ist ein gesundheitsschädlicher Stoff und kann auch erhebliche Gesundheitsschädigung sein, die tödlich verlaufen kann.
logisch, Corona kann tödlich sein. Das heißt, im Einzelfall haben wir sogar das Merkmal der lebensgefährlichen Behandlung. Das ist sozusagen die objektive Komponente. Also so ein Straftatbestand besteht in der Regel oder immer aus einem objektiven Teil und einem subjektiven Straftatbestand. Und objektiv gesehen kann Corona dazu führen, dass man jemanden tötet und oder am Körper verletzt. Und jetzt haben wir den subjektiven Teil. Da muss man eben sagen, checkt man selber, dass man hier andere ansteckt. Letztlich weiß man ja nichts von einer Infektion. Man hat diesen Impfpass und will einfach nur reinkommen und weiß nicht selber, ob man krank ist oder eben nicht. Das heißt, möglicherweise hat man hier keinen Vorsatz. Das heißt, man will keinen anderen infizieren. Andererseits muss man sagen, Corona ist aktuell so weit verbreitet, dass man davon ausgehen muss, dass man sich eventuell angesteckt hat und dann nimmt man billigend in Kauf, dass sich auch andere anstecken. Das kann aber auch sein, dass ein Richter das anders sieht, wenn die Inzidenzzahlen so niedrig sind, dass man sagt, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier Corona habe, ist so niedrig, gerade bei so einer 11er-Inzidenz, die wir aktuell in Deutschland haben. Ich habe gar nicht billigend in Kauf genommen, hier einen anderen anzustecken. Das heißt, dann, selbst wenn man es hätte, könnte man dann nicht einmal wegen gefährlicher Körperverletzung belangt werden. Ist Corona aber gerade in der Hochphase, würde ich das möglicherweise schon wieder anders sehen. Jetzt allerdings geht es ans Eingemachte und da schauen wir mal. Option drauf. Wir haben ein Smartphone mit dem gefährlichen Gangsterboss auf der anderen Seite. Dann haben wir hier den Amazon-Gutschein und ein 2 Cent Stück, um den Code frei zu rubbeln. Könnt ihr ja alle mal ausprobieren, ob der Gutscheincode noch geht. Wenn er noch nicht eingelöst hat, könnt ihr das jetzt gerne machen. Ja, ich habe dann gewartet. Und nach 3 Tagen habe ich den Telegram-Verkäufer meines Vertrauens dann nochmal fragen wollen. Problem war, Konto gelöscht, Geld weg. Und deswegen bin ich jetzt auf dem Weg zu einer Tankstelle, um dem zweiten Anbieter eine 100€ Paysafe-Card zu schicken. Und ich hoffe, dass ich am Ende einfach nicht 300€ minus bin und nichts habe. Ja, also hier geht es ans Eingemachte, er kauft richtig. Ja? Das heißt, er kauft die Impfpässe. Und die Frage ist jetzt dieser Kauf dieser gelben Impfpässe, ist das schon eine Straftat? Ist die Bezahlung, die er jetzt hier live ja bei YouTube für jeden dokumentiert, macht eine Straftat? Grundsätzlich nicht, denn für eine Urkundenfälschung nach dem Strafgesetzbuch müsste er die Urkunde auch gebraucht haben. Und gleiches gilt auch für den neuen Straftatbestand nach dem Infektionsschutzgesetz. Da wird nur derjenige bestraft, der zum Täuschung im Rechtsverkehr diese Urkunde auch gebraucht. Und bislang hat Marvin diese Urkunde ja noch nicht mal in der Hand. Er hat sozusagen dem Halunken nur einen Amazon-Gutschein vermacht. Ja, das kann man auch überlegen, ob er dadurch die Tat des anderen fördert. Aber in der Regel würde ich jetzt erst einmal hier an dieser Stelle davon ausgehen, noch keine Straftat von ihm verwirklicht worden. Dann schauen wir mal weiter rein, ob da noch was passiert. Da und hat mir original 100 Impfausweise gebracht. Ich frage mich wirklich, warum zur Hölle kann man die kaufen? Ich dachte eigentlich immer, dass das wirklich nur Ärzte bekommen und dass das wirklich ein regulierter Handel damit ist. Und genau diese Fragen werde ich, glaube ich, mal irgendwem stellen müssen. Ob es jetzt die Weltgesundheit... Ja, also er sagt jetzt komisch, wieso kann man Blanko-Impfpässe bekommen, ohne sich strafbar zu machen? Naja, jetzt muss man eins sagen, diese Impfpässe, die sind ja nur sowas wie Papierdokumente, das ist ja noch nichts, kein Impfsticker drauf, kein Stempel vom Arzt, also so ein gelbes Zettelchen kann sich tatsächlich jeder bestellen, das ist einfach Equipment für Ärzte, ihr könnt euch theoretisch auch Rezeptzettel bestellen, ja, ihr könnt euch Spritzen bestellen oder Vordrucke für Gesundheitsrezepte, das ist erst einmal frei handelbar und der Kauf von solchen Sachen erstmal natürlich nicht strafbar in irgendeiner Art und Weise. Spannender und zur Strafbarkeit kommen wir jetzt allerdings gleich. Ich habe Post bekommen und das sieht so aus, als ob das keine Werbung ist, sondern ein Impfausweis. Und ich bin direkt hierher gekommen, um ihn mit euch aufzumachen. Also hier geht es jetzt nicht um die Blanko-Dinger, sondern er scheint ein bisschen mehr bekommen zu haben. Denn ich bin echt gespannt von wem der ist, denn ich habe ja 2 Leuten Geld geschickt und bin bei beiden davon ausgegangen, dass sie mich abgezockt haben. Aber ist das wirklich ein Impfausweis? Auf den ersten Blick sieht das wie ein gewöhnlicher Impfausweis aus, aber irgendwo hier müsste ein Aufkleber und ein Stempel sein. Und da ist er. Laut diesem Impfausweis wurde ich am 29. März und am 10. Mai geimpft und bin angeblich durch mit meinen Impfungen. Ich frage mich wirklich,
Wer hat das ausgestellt? Woher hat er die Aufkleber von BioNTech? Und vielmehr interessiert mich die Frage, woher hat er einen Stempel von einem Doktor? Sitzt dieser Dr. Med Plate aus Berlin mit im Boot, bereichert sich daran? Weiß der überhaupt was davon oder gibt's den überhaupt? Und als ich da mal gegoogelt habe, habe ich gesehen, dass es diesen Dr. Med Plate in Berlin gar nicht gibt. Und auch die Adresse ist falsch, weil die Neumannstraße existiert bei dieser Postleitzahl gar nicht. Das heißt, alles erstunken und erlogen. Ja, alles erstunken und erlogen. Das war fast zu erwarten, dass da jetzt kein Arzt wirklich mitmacht. Denn wer checkt schon im Restaurant, ob es den Arzt auch wirklich gibt? Die wollen da einen gelben Schein sehen, die wollen zwei Stempel sehen und eine Unterschrift. Wobei, da kommen wir gleich zum Restaurantbesuch. Das wird auch nochmal spannend werden. Die Frage ist natürlich, kann jetzt hier jemand zur Rechenschaft gezogen werden? Ein Arzt kann nicht zur Rechenschaft gezogen werden, denn den Arzt gibt es ja gar nicht, wie wir gerade festgestellt haben. Der ist nicht einmal existent. Dann haben wir allerdings trotzdem diese Urkundenfälschung und das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Das kann alles strafbar sein und zu mehreren Jahren Gefängnis führen. Der Impfpass müsste allerdings auch dann bei einer Behörde oder Versicherungsgesellschaft gebraucht worden sein, wenn es um diese unrichtigen Gesundheitszeugnisse geht. Das war der Fall, als man diese Ausgangssperren hatte. Da gab es eben eine Behörde, da habt ihr die vorgelegt. Also das wird jetzt hier eher nicht der Fall sein, dass Marvin da nochmal mit der Ausgangssperre zu tun hat. Er will ja damit nur ins Restaurant und das Vorzeigen beim Friseur oder im Restaurant wäre jetzt kein Gebrauch im Sinne von 278 Strafgesetzbuch, also unrichtige Gesundheitszeugnisse. Aber für einen echten Arzt würden hier also wirklich krasse Straftaten im Raum stehen und er müsste natürlich auch damit rechnen, dass ihm seine Approbation entzogen wird. Und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir schon dazu, dass Marvin hergeht und den Impfpass dann auch tatsächlich in der Praxis einsetzt. Händisch aus und ich bin mal wirklich gespannt, ob ich damit durchkomme. Wir wollen wirklich gerne drin sitzen. Wir müssen uns ausweisen, weil wir haben ein bisschen Problem mit Test. Ach so. Oder geimpft. Geimpft. Welchen Zirkel hast du geimpft? Ich war BioNTech. Ja, darf ich? Ich hab auch BioNTech. Ja? Oh, welcher Bezug? Beim Arzt, Pankow. Ach so. Ja. Nicht Impfzentrum, aber. Das ist gut. Ich hab auf die Fläche. Das ist für ein Gelb neuer? Ist neuer Impfzentrum. Und wenn die Familie früher nicht geimpft ist, dann doch, nicht? Schon geimpft, aber nicht aufgehoben. Jetzt mit 24 ausgezogen, Impfpass verschwunden. Das stimmt. Wir sind heute 6.6. Also interessant, ne? Er guckt sich den Impfpass an und checkt sofort, dass der ganz, dass da nie eine Impfung drin stand. Also mein Impfpass sieht ziemlich zerknittert aus, weil natürlich auch die ganzen früheren Impfungen drin sind. Und hier checkt der Restaurantbetreiber oder derjenige, mit dem Marvin gerade spricht, dass das ein Blanko-Impfpass ist, wo sonst gar nichts drinsteht. Ist natürlich ein echt wichtiges Indiz dafür, dass man vermutlich einen gefälschten Impfpass hat. Wobei der eine oder andere hatte nie einen, hatte den verloren. Und da ist Marvin ja clever genug und argumentiert auch schnell, sorry, habe ich verloren. Ja, man hat ja hier 10.50 Uhr. Ich komme gleich wieder. Also der Kellner hat insgesamt dreimal auf den Impfausweis geschaut, weil das natürlich auch ein bisschen komisch aussieht, dass da nur eine einzige Impfung drin ist. Aber das ist kein Einzelfall. Viele haben ja keinen Impfausweis mehr aus der Kindheit. Haben den irgendwann mal verloren beim Umzug oder so. Und dann gibt es einen neuen und dann sind da erstmal nur zwei Stempel drin. Und so habe ich das auch verargumentiert und dementsprechend kann ich weiter hier drin sitzen. Aber der Impfausweis wurde schon kritisch beäugt, weil er auch mit BioNTech geimpft wurde und die Stempel und die Aufkleber vor allem kennt. Aber er hat mich natürlich nicht rausgeschmissen, weil... Also auch interessant, es ist tatsächlich wohl so, dass das nicht die hundertprozentigen Aufkleber von BioNTech offenbar waren. Klar, wie kommt man da jetzt an solche BioNTech-Spritzen als Fälscher? Wohl kaum. Die werden irgendwelche Aufkleber genutzt haben und hatten vielleicht als Vorlage diese BioNTech-Aufkleber und da ist er sozusagen an einen Restaurantbesitzer gekommen, der immerhin schon sehr kritisch war. Hätte ich gar nicht getippt, dass die so kritisch sind. Die Frage ist natürlich, was Marvin jetzt gerade gemacht hat. Er hat den Ausweis gebraucht im Rechtsverkehr, nämlich er möchte damit die Eingangskontrolle des Restaurants nutzen und reinkommen. Und er täuscht damit über eine Tatsache hinweg, nämlich über die Tatsache, dass er nicht geimpft ist. Und das reicht hier meines Erachtens für eine Urkundenfälschung beziehungsweise für die Straftat aus dem Infektionsschutzgesetz.
Ja, und die Delikte, klar, theoretisch könnte jetzt der gefälschte Impfausweis beschlagnahmt werden. Das wird Marvin nicht für so schlimm empfinden. Er könnte eine Strafanzeige bekommen und könnte ein Ermittlungsverfahren bekommen, so wie das damals schon bei seinem Doktortitel war. Auch da gab es ja ein Ermittlungsverfahren. Das wäre theoretisch hier auch wieder denkbar. Aber er löst das hier so ein bisschen auf. Das mildert die ganze Geschichte wieder ab. Gucken wir auch mal rein. Natürlich nicht rausgeschmissen, weil er mir nicht nachweisen kann, dass das Ding nicht echt ist. Wie auch, er arbeitet im Restaurant und nicht im Impfzentrum. Aber später habe ich den Schwindel dann aufgeklärt. Wir haben uns eben testen lassen, beide, echt getestet, genau. Aber der Impfausweis ist falsch. Ich habe dein Display gemeldet. Ja. Ich hoffe hier. Ja, ist anders. Ja. Die Papiere ist anders. Also hast du, das stimmt irgendwo, muss, warum hat nicht angefangen von vorne? Ja. Warum von Mitte? Na nicht. Da fangen wir an, oh, warum, ich habe sie gefragt, warum deine Alter hat sich früher nicht geimpft sein? Ja. Weißt du, aber manche haben ja, bekommen ja einen neuen, weil sie wirklich keinen alten haben. Ja. Von daher, aber der ist tatsächlich nicht echt. Ich wollte ihn einfach mal testen. Ja. Also er klärt es auf und was noch ganz wichtig ist, er sagt auch, er hatte sich selber vorher negativ getestet. Das heißt, Marvin wusste vorher, er hat kein Corona und mit seinem negativen Test wäre er ja auch reingekommen ins Restaurant. Deswegen geht er vielleicht davon aus, dass das denn eben kein Gebrauch einer falschen Urkunde mehr ist. Da läge er allerdings etwas falsch. Ähnlich wie bei dem Doktortitel kann man auch hier sagen, hat er eben die falsche Urkunde gebraucht. Und meines Erachtens ist auch noch die Straftat nach dem Infektionsschutzgesetz entsprechend verwirklicht worden. Gucken wir nochmal einmal ganz kurz rein. Da geht es darum, das ist hier vor allem in Absatz 2 geregelt. Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr Geldstrafe wird bestraft. Wer wissentlich eine in Absatz 1 bezeichnete nicht richtige Bescheinigung zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht. Und das hat er hier meines Erachtens getan. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, er hatte nicht ernsthaft vor, jemanden zu täuschen. Es war nur ein Test. Ja. Allerdings muss man sagen, das habe ich in einem letzten Video, was auch sich rund um Marvin drehte, auch schon mal erläutert, dass naja, auch Journalisten nicht erstmal Straftaten begehen dürfen, um dann letztlich nachzuweisen, dass Straftaten möglich sind. Hier kann man vielleicht noch auf die innere Einstellung eingehen. Fakt ist aber, dass ich nicht davon ausgehe, dass hier irgendeine Staatsanwaltschaft anders als bei dem anderen Personalausweisfall ermitteln wird. Denn aufgrund der Tatsache, dass er ja geimpft war und diese Ausrichtung des neuen 75a Infektionsschutzgesetzes genau darum geht, dass er keine anderen Personen gefährdet, bestand hier letztlich auch keine Gefährdungssituation. Und man wird sicherlich sagen, entweder wenn das Verfahren aufgenommen wird, weil er wieder eine Strafanzeige bekommt, wie beim letzten Mal, er hat ja da zig, hunderttausend YouTube-Zuschauer drauf gehabt, wird ein Staatsanwalt vermutlich dieses Verfahren relativ zügig einstellen. Naja, die Frage ist, ob das Thema gefälschte Impfpässe nicht sowieso bald Schnee von gestern ist, denn wie ihr wisst, bekommt man bald seinen Impfpass aufs Handy mit einem QR-Code und dann wird es sicherlich nicht mehr ganz so einfach werden für die Fälscher. Andererseits bin ich mir auch nicht sicher, ob jeder Apotheker jetzt hier checken kann, ob die Impfpässe gefälscht sind oder nicht. Da kenne ich mich nicht ganz so gut so aus, wie diese Übertragung aus den gelben Impfpässen in den digitalen Impfpass, den es ja jetzt künftig auf dem Handy geben soll, funktioniert. Aber mal schauen, ob die Fälscher sich auch da noch etwas einfallen lassen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Hier noch zwei Videos, die ebenfalls für euch passen könnten. Ich selbst bin dann morgen wieder für euch am Start. Danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss und bis dahin.